Hallo zusammen, ich melde mich heute aus einer eiskalten Winternacht. Wir hatten ergiebige Schneefälle, jetzt draußen eine geschlossene Schneedecke und Frost in der letzten Nacht bis minus 8 Grad. Das bedeutet für die Vögel einen Nahrungsengpass draußen, weil viele Nahrung nicht mehr erreichbar ist, weil der Schnee drüber liegt. Und viele Menschen denken jetzt ans Vogelfüttern und wie sie den Vögeln mit Futter am besten draußen helfen können. Ganz häufige Futterstellenbesucher sind zum Beispiel die Heckenbraunelle, die Amsel, das Rotkehlchen und natürlich Blau- und Kohlmeise. Die häufigste und am weitesten verbreitetste Vogelart ist neben der Amsel die Kohlmeise in deutschen Gärten. Aber haben Sie sich auch schon mal überlegt, was die Kohlmeise außer dem Besuch am Futterhaus in der Nacht macht, in so einer kalten Winternacht? Wir können heute hier die Frage beantworten mit unserer ausgefeilten Technik, die wir seit Jahren betreiben. Wir haben auf diesen Monitoren hier Einblick in 11 Nistkästen auf unserem Grundstück und können sagen, wer zurzeit hier übernachtet. Es sind derzeit etwa 4 oder 5 Kohlmeisen, die in den Nistkästen schlafen. Und über die kleinen Überwachungskameras in den Nistkästen haben wir Einblick in ihr Schlafverhalten und können sehen, was die Vögel die Nacht über machen. Wenn die Sonne untergeht und es draußen dämmert, dann kommen die Kohlmeisen in die Nistkästen. Sie kommen in den Kasten herein, schauen sich erstmal um im Kasten, putzen sich kurz ihr Gefieder und stecken dann ganz schnell den Kopf unter die Schulterfedern und fangen an zu schlafen, so wie wir es hinter uns auf den Monitoren sehen können. Winternächte sind ziemlich lang. Die Vögel sind 2 Drittel des Tages schlafend im Nistkasten oder in einer Höhle und nur 1 Drittel des Tages etwa aktiv. Also 8 oder 9 Stunden sind sie draußen unterwegs, um Nahrung zu suchen, und den Rest der Nacht verschlafen sie. Oder die längste Zeit des Tages verschlafen sie quasi. Als Höhlenbrüter kommt die Kohlmeise natürlich sehr gerne in irgendwelche Höhlen, Spechthöhlen oder auch in Nistkästen. Hier sind sie nämlich geschützt, geschützt vor Störungen, vor Beutegreifern und vor allem vor dem Wind, weil der Wind kühlt nochmal zusätzlich aus. Und um möglichst wenig Wärme an die Umgebung zu verlieren, machen die Kohlmeisen was Besonderes. Sie machen nämlich eine ganz besondere Kugelform, das kann man hier erkennen. Der Vogel wird zu einer richtigen Kugel, einem Federball. Man sieht hier nur noch den Schwanz rausgucken und der Federball bedeckt auch die Beine, sodass also keine Oberfläche da ist oder keine Körperstrukturen, über die Wärme abgegeben werden kann nach außen. Weil man muss ja diesen Brennstoff tagsüber aufnehmen, hat dafür nur wenig Zeit, deshalb muss man nachts behutsam damit umgehen und sucht den Schutz der Höhle und macht nochmal so eine Federkugel. Durch dieses Aufplustern entsteht zwischen den Federn ein Luftpolster und es wirkt dann wie in einer Daunenjacke oder in einem Federbett. Das wärmt uns ja auch, weil zwischen den Federn die isolierende Luftschicht sich bildet. Wir können mit speziellen Temperaturmessern die Temperatur in der Höhle und außerhalb der Höhle messen und können damit ganz deutlich zeigen, dass es in den Höhlen wesentlich wärmer und natürlich windstiller ist als draußen in der freien Natur. Aus unseren langjährigen Beobachtungen an den Monitoren hier wissen wir, dass die Kohlmeisen nicht die ganze Nacht in einem Rutsch durchschlafen, sondern dass sie verschiedene Dinge in der Nacht machen. Zum einen wachen sie immer wieder auf, dabei wechseln sie auch mal ihren Sitzplatz und dort drehen sich um. Sie putzen sich ihr Gefieder und reinigen das kurz. Und sie müssen ab und zu auch mal Kaka machen in der Nacht. Das sieht man hier an den Spuren, dass es da einzelne Kothäufchen unter dem Vogel gibt, die sich da ansammeln. Wir haben auch festgestellt, dass unsere Nistkasten-Kamera-bestückten Kästen ganz besonders interessant sind und beliebt sind bei den Vögeln, weil die Kamera gibt ein wenig Wärme ab und heizt damit den Kasten um 1 Grad mehr auf wie einen normalen Kasten. Und das mögen manche Kohlmeisen ganz besonders. Ich habe vorhin gesagt, wir haben 4 oder 5 Kästen. Wir wissen es nicht ganz genau. Hier unten in diesem Kasten drin, das ist nämlich unser Wellnesskasten. Da kann nämlich die Meise auch noch auf der warmen Kamera drauf sitzen. Und oft sieht man die Meise dann gar nicht, sondern sie kommt hier rein und hüpft gleich hoch auf die warme Kamera und hat dann natürlich eine zusätzliche Heizung.
unter sich. Wie geht es dann über die Nacht hinweg? Meistens wird es in der Nacht zum Morgen hin nochmal wesentlich kälter. Das kann man im Temperaturverlauf schön sehen, dass es da nochmal zu einer Temperaturabsenkung kommt. Und wenn es dann aber morgens dämmert, werden die Vögel aktiv. Sie bewegen sich im Nistkasten. Sie machen erstmal Gymnastik. Sie strecken die Flügel. Sie bewegen sich durch. Sie gähnen manchmal auch und verlassen dann mit der ersten Dämmerung morgens den Kasten, um erstmal frühstücken zu gehen und an der Futterstelle Futter zu suchen. Unsere Beobachtungen an den übernachtenden Kohlmeisen zeigen uns, dass solche Baumhöhlen oder auch Nistkästen nicht nur zum Brüten wichtig sind, sondern dass sie das ganze Jahr ihre Bedeutung haben. Es gehen viele andere Tierarten auch rein. Man denke nur an die Insekten, an Schläfer wie Haselmaus oder wie Siebenschläfer. Und wir sehen, dass sie auch im Winter ganz wichtig sind, dass im Winter die Meisen oder andere Vogelarten in solchen Nistkästen auch Schutz suchen und darin übernachten. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall, Nistkästen im Garten aufzuhängen, auch in größerer Zahl, denn eines ist sicher, jeder Nistkasten zählt.